Der Trickfilm. Ja? Genau so. Ja? Tom Thomas, immer noch nicht fertig? Ja, zeig uns die Überraschung und hör auf zu zeichnen. Aber das ist die Überraschung. Macht es euch gemütlich. Aufgepasst. Fertig und Action. Cooler Stoß, echt. Du solltest ihm eine riesige Beule malen. Was du gezeichnet hast, sieht wie ein Trickfilm aus. Diese Zeichnung ist wirklich ein echter Trickfilm. Ach, wirklich? Echte Trickfilme gibt es doch nur im Fernsehen. Aber sie werden ganz genau so gemacht. Eine Animation wird aus vielen Bildern gemacht, die man Frames nennt. Jedes Frame zeichnet man ein kleines bisschen anders als das vorherige Frame. Hier ein Beispiel. Eine Figur kann ihren Arm heben, immer ein Stückchen höher. Und dann, wenn die Frames sehr schnell aufeinander folgen, sieht es so aus, als ob sich die Figur wirklich bewegt. Und so werden Trickfilme gemacht. Und wisst ihr was? Um eine Trickfilmminute zu machen, muss man tatsächlich über 1000 Frames zeichnen. Oh, wow. Dafür habe ich nicht die Geduld. Ist nicht schlimm, dass dein Trickfilm kurz ist. Vor allem, weil er lustig ist. Ja, das ist so lustig. Tom Thomas, wer ist der komische Typ, den du hier gemalt hast? Du machst Witze, Nolik. Erkennst du dich etwa nicht? Was? Das soll ich auf dem Papier sein? Hast du schon vergessen, was heute Morgen passiert ist? Zucker, hab dich! Du fängst mich nie! Ich bin zu schnell für dich! Autsch! Eieieiei! Ha, das hast du jetzt echt verdient! Oh, Simka! Das hättest du ihm nicht erzählen müssen! Wahre Schwestern behandeln ihre Brüder nicht so! Autsch! Und dein Trickfilm ist überhaupt nicht lustig! Nolik, geh nicht! Das ist okay. Er muss nur etwas schmollen gehen. Während er weg ist, möchte ich dir was zeigen. Kannst du einen Trickfilm im Fernsehen anmachen? Kein Problem. Was soll ich tun? Schauen wir ihn nochmal. Aber diesmal zeige ich dir ein Frame nach dem anderen. Hier, sieh mal. Das ist ein Frame. Und hier ist noch eins. Und noch eins. Ist das nicht cool? Aha, so cool. Und in normaler Geschwindigkeit sieht man 25 Frames pro Sekunde. Was soll ich tun? Es ist echt magisch. Simka, weißt du was? Nolik tut mir wirklich leid. Ja, es war nicht gerade nett. Trickfilme kann man auf verschiedene Arten machen. Zeichentrickfilme werden natürlich mit der Hand gezeichnet. Und Stop-Motion wird so gemacht. Die Animatoren positionieren eine Puppe und fotografieren sie. Dann bewegen sie die Puppe ein bisschen und machen noch ein Foto. Und das machen sie wieder und wieder und wieder. Bis es genug Frames gibt, sodass die Figuren aussehen, als bewegten sie sich sehr geschmeidig auf dem Bildschirm. Eine weitere beliebte Animationstechnik ist Knetanimation. In diesen Filmen wird alles aus Knetmasse gebaut und umgebaut. Aber heute werden die meisten Trickfilme am Computer gemacht. Zuerst wird das Modell einer Figur erstellt, eine Art digitale Puppe. Nachdem die Modelle gebaut sind, werden sie koloriert und animiert, um sich zu bewegen. Diese Art von Animation wird bei den Fixie-Trickfilmen verwendet. Tom Thomas, was machst du? Zeichnest du einen neuen Trickfilm? Nein, ich überarbeite den alten, damit Nolik nicht mehr sauer ist. Gut, zeichne weiter. Und ich hole ihn. Nolik! Ich bin nicht hier. Nolik, entschuldige. Bitte sei nicht mehr böse. Lass uns einen Trickfilm sehen. Ich habe euren blöden Trickfilm schon gesehen. Was habt ihr gemacht? Mir eine Beule auf den Kopf gesetzt? Aber nein, ich habe alles übermalt. Du wirst es lieben. Ganz sicher? Na gut, dann los. Zeig mir deinen Trickfilm. Aufgepasst und Action. Na bitte, diesen Trickfilm fand ich echt gut. Gut, das war auch mein letztes Papier. Naja, ich fand den ersten Trickfilm lustiger.
Tja, aber dieser ist natürlich viel besser. Ja.